Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen American Truck Simulator Video. Wir stehen hier noch in Cedar City und schauen mal, wohin die Reise von hier aus heute geht. Nach Rawlins in Wyoming. Okay, das sind 485 Meilen, 8 Stunden 3. Wir bekommen dafür knapp 39.000 und ich hasse diese verkackte Maus. Zum Glück war es ja nicht irgendwie so, dass dass es irgendwie einen Auftrag angenommen wurde, den ich gar nicht annehmen wollte. Immerhin etwas. Mir ist auch gerade aufgefallen, dass ich, wenn ich mir irgendwann mal eine neue Maus holen will, dass ich dann entweder auf Altbestände zurückgreifen muss oder mir eine neue Marke holen muss, weil. Also ich habe jetzt nur die Headline gelesen und so, ne? Von da wahrscheinlich, na, alle Angaben ohne Gewehr. Oder zumindest die Einleitung nach der Headline. Dass es Rocket ja dicht gemacht hat. Let's go. Oder so. Insolvent ist keine Ahnung, einfach beiden. Aber auf alle Fälle es halt nicht mehr gibt. Weil das war nichts genaueres zu durchgelesen. Okay. Tag ist noch gut. Von da muss ich noch was anderes zurückgreifen. Was ein bisschen schade ist, weil ich. Wenn ich mich. Ja gut, das ist ein bisschen neu, das ist jetzt der Tour. Also die Maus habe ich jetzt auch schon 10 Jahre. Und abgesehen davon, dass sie halt ab und zu mal doppelt klickt, was sie halt schon seit, weiß ich nicht, 7-8 Jahren oder so macht bestimmt. Abgesehen davon ist es halt tipptopp. Deswegen belasten, dass man sich dann auch eventuell wieder auf was Neues, je nachdem wann man sich eine neue Maus zulegt, zugreifen muss. Aber gut, ist halt wie es ist, ne? Okay, 12 Meilen noch. Was fahren wir doch mal gleich? Ach ja, ein autonomer Traktor. Hat er gar keine Zeit gehabt, deswegen. Schwer sich daran zu erinnern. Aber es ist relativ gut, dass wir jetzt so 500 Meilen fahren. Sehe jetzt auch eine 3-Stunden-Fahrt werden können. Aber dadurch kann ich mich dann. Doch noch, okay, jetzt für eine Farbe verändern, heute noch um. Warum müssen wir jetzt noch mehr? Lass uns doch einfach ein Tempo fahren. Kann ich mich noch einen Transport für die Kampagne noch setzen, nachdem ich das Video hier gerendert habe. Stay right. Trifft sich eigentlich ganz gut. Exit right. Turn left. Ja, wenn wir da wieder zu gut drauf schlagen müssen mit. Stay right and then continue straight. Go straight. Das läuft ja gerade rund hier. Wo fahren wir? Ist das Coastline Mining? Ich glaube schon, oder? Kommt hin. Weil. Mach wenigstens eine Mosancha Crop sein. Und wir fahren zu. Buschel Farm. Farms.
sehr, wollte ich jetzt nicht ganz in Eisen gehen, aber okay. War auch schon fast relevant. Das war schon fast richtig und wichtig. Dahinter wahrscheinlich. Sehr schön. Wir sind 85 Meilen. Wir fahren auf die. Ja, gut, wir fahren auf die Interstate 15. Fahren Interstate 15 gen Norden. An Provo vorbei. Bei Salt Lake City geht es dann wieder auf die Interstate 80. Und die Interstate 80 geht es dann eigentlich komplett hoch bis nach. Also komplett. Ja, Anführungszeichen hoch. Bis nach Rawlins. Sehr schön. Ist die Frage, ob es mehr Sinn macht, einfach weiter geradeaus zu fahren oder biegen wir einfach rechts ab. Einfach rechts passt. Geht passt. Jetzt auch nicht nochmal, das sollte reichen. Oh, noch einen halben Tank. Kam dann jetzt die 30 hier? Gar nicht gesehen. Vor allem einfach auf der Hintour, auf der Hinfahrt gar nicht. Warum haben wir es nur auf dem Rückweg? Hat der jetzt hier wieder gelohnt zu stoppen? Wie viel Pfund haben wir denn? Wir haben 38.000 Pfund. Davon ausgehen, dass es gleich regnet oder so. Guck ich mal lieber kurz nochmal auf dem Radar. Hat er jetzt ordentlich zugezogen? War es ordentlich bestimmt zugezogen? Draußen noch Spüle stehen, wäre es zumindest schon mal gut nachzuschauen. Kann ja sein, dass sich was entwickelt hat, ne? Weiß man ja nie. Sieht aber nicht nach raus. Sonne kommt auch bald wieder raus. Easy going. Lange Baustelle.
beschleunigen. Ob ich noch irgendwie nach draußen gehen im Garten noch mal ein bisschen was mache. Wird dir noch zeigen. Aber auf alle Fälle gleich dann, wenn das Video gerendert, werde ich dann noch mal frühstücken. diesmal wieder direkt reingeworfen, mich selbst in die Aufnahme. Einfach aus dem Grund, weil ich dachte, das soll halt sehr schön sein. Also, sehr schön ist auch klar bewirkt, aber dass die Sonne auf alle Fälle scheint gegen Mittag rum, also so 14 Uhr, was jetzt in einer Stunde wäre, und prinzipiell gesehen soll sie dann wieder rauskommen. Also ich vergesse gerade echt so das Ding, dass ich wirklich nach dem Aufstehen maximal so einen Puffer von 2 Stunden habe, bis es dann, naja, erschwerte Bedingungen gibt. Das soll ich aufnehmen. LKW haben wir jetzt auch schon knapp, was heißt knapp, also wir sind noch 30.000 Meilen davon entfernt, aber wir nähern uns der 100.000er Marke. Sehr schön. Ja gut, dafür haben wir 38.000 dafür, das heißt, es sind noch ein paar Fahrten, bis der Truck restauriert wird. Wahrscheinlich plus minus kommt dann wahrscheinlich auch noch das nächste DLC raus. Kann ich mir gut vorstellen. Bei meinem Glück und so Timing, was so das Zeitliche betrifft, ja. Sommermäßig passt ja schon. Das ist so, vielleicht Juni rauskommt. Zeitpunkt der Aufnahme steht das noch nicht fest. I mean, obviously. Wenn das jetzt heute drauf noch rauskommt, noch eine Info rauskommt, dann, ne? Ihr wisst ja, es ist vor 14 Uhr. Zum Holen an und kehren wieder zurück. Immer wieder dasselbe Spiel. Wird auch nicht langweilig, ne? Wenn hier wieder ein Rechner steht, der funktioniert und so, also ein guter Rechner steht, der funktioniert. Ich weiß jetzt schon, dass es wieder eine ordentliche Umstellung werden wird, wenn es dann wieder richtig losgeht. Dass
ich dann nicht mehr maximal nur 65 fahre, sondern plötzlich mit 80 durchbretter. Aber es ist ja wie es ist, ne? Da wird man sich auch schnell wieder dran gewöhnen. Also mit grandem Gefühlen ist eigentlich eher so, dass es halt die Fahrt halt deutlich schneller ist und so, aber ansonsten gibt es ja keine ganz großen Unterschiede. Ist auch ein bisschen überspitzter. Wir müssen uns weiter hier rechts halten. Na, oder auch nicht. Ach Gott, jetzt wird doch nicht noch langsamer. Ist doch schon so langsam. Okay, geht noch nicht auf 480. Können wir ja doch überholen. Wieder deutlich heller, zwar keine Sonne, aber deutlich heller. Blende schon rein fast. Obwohl hier noch so gar nicht so viel passiert. Jetzt können wir uns wieder rechts einordnen. Überholvorgang abgeschlossen. Fahren wir wieder hinter dem State Trooper hinterher. Darstellt. Ich würde ja reinzoomen und nachschauen, aber das ist mir dann doch zu laggy. Ich weiß doch gar kein was. War das einer oder war das keiner? Ich gehe mal davon aus, es war einer, allerdings weiß ich auch nicht, ob es jetzt ob es von den KI-Fahrzeugen, ob es da irgendwie, was weiß ich, Kammerjäger mit Lichtern auf dem Dach hat, gibt. Da wollte wer raus. Ich weiß nicht, woher er gekommen ist, aber er wollte raus. Also wie wir wollen jetzt auf den Set 80 Richtung Cheyenne. Stay right and then exit right. Exit right. Kann man ruhig auch mal mit 65 fahren. 70 auch, aber die schaffen wir nicht, die kriegen wir nicht reingedrückt.
Berge oder ab durch die Berge, über die Berge, wie auch immer. Aber dann noch nicht mehr möglich. So richtig. Der Platz wäre da gewesen, aber wir wollen ja auch nicht zum Bremsen zwingen, ne? Tolles Manöver. Muss man an der Stelle mal sagen. Ach, schön einfach hier wieder. Sehr, sehr schön. Güte. Kann man das einfach mal weniger lenken? Ich habe sowieso auch das Gefühl, dass es bei ATS deutlich, deutlich schlimmer ist als bei ETS 2. Ich weiß zwar nicht warum, aber ich habe das Gefühl. Ich weiß auch gerade gar nicht warum. Oh Gott. Das ist ja wieder rüber. Stay left. £69.667 Gesamtgewicht. Ja, und über die 70.000, wenn wir jetzt noch mehr Gallonen im Tank hätten. Aber dem ist nicht so, denn wir sind noch halb voll. Weiter. Noch 192 Meilen bis Rawlins war das gewesen. Wie sehr man es einfach vergessen kann, weil man einfach nicht die Zeit hat, aufgrund der Doppelmaus.
direkt erst hier und dann sind wir schon vorbei. So, nur holen wir mal den Traktor mit unserem autonomen Traktor. Wahrscheinlich gibt er jetzt gleich Gas und dann kommen wir auch nicht mal an ihm vorbei und müssen uns wieder hinten einsortieren, aber. Nee, diesmal nicht. Sehr schön. Junge, 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 Junge. Das ist ja auch ein Drahtseilakt hier. Es war ja so klar. Wir waren fast an ihm vorbei. Landschaft auch, wie es erstmal auch der Vegetationswechsel. War auch ein Unfall, ich merke es schon. Wenn das jetzt so eine Fahrt gewesen wäre, die deutlich länger als 500 Meilen, dann wäre ich wahrscheinlich so nach, keine Ahnung, nach einer Stunde das Spiel nochmal neu geschaltet. Damit die Ramos-Wasser nicht ganz so hoch ist, aber gut. Der restlichen 100 Meilen, das schaffe ich jetzt auch noch so. Going.
morgen ATS ECS 2 aufnehmen, werde ich vor morgen echt nochmal den Rechte nochmal neu schauen. Das ist auch schon wieder lange am Laufen. Stay left. Ich mache es gleich nochmal vorm Rendern, also vorm Editieren. Keine schlechte Idee. Vielleicht behebt das dann auch irgendwie die ganzen Ruckler und Probleme bei, wenn ich mir den Discord oder Übertragung anschaue. Die ja nur in 720p ist. 720p, 60 FPS. Kann man, vielleicht ist es auch nicht mehr so asynchron, das könnte mir auch sein, aber. Glaube ich, keine dumme Idee, mal wieder zu machen. Dann brauche ich das morgen. Okay, dann mache ich das jetzt schon für morgen. Also morgen nicht. Der kommt doch eh gleich wieder Gas. Wir kennen das Spiel doch mittlerweile. Ich feiere auch nur 15. Ich fahre ja sogar ganze 15 Meilen unter dem Tempolimit. Von daher ist es auch nicht verwunderlich, dass es so häufig passiert. Na, an dem kommen wir wahrscheinlich sogar noch vorbei. Okay, war ein bisschen früh. Sind sehr früh. So, wir dann mehr Spielraum lassen. Eieieiei. Ja, ich mach's vorm Arbeiten, mach ich das. Ich schalte gleich den Rechner auf Aufnahme oder den Rechner neu. Schalte erstmal alles. Und dann ab dafür. Da sind wir schon, dann dürfen wir schon raus. Haben auch einen hier Schlafplatz und Werkstatt. Die brauchen zwar keine Werkstatt, aber Tanke brauchen wir auch nicht. Aber ein Schlafplatz ist nicht verkehrt. Hier sind wir, ich verstehe. Ich erinnere mich. Okay, ich erinnere mich doch nicht. Es wirkte nur familiar. Ja, cool, hier so schön am Truckstop vorbei. Auch wieder sehr schön mit dem großen Farmgelände, wo dann irgendwo am Ende, wo man dran vorbeigefahren ist, dann das eigentliche, das ist in Anführungszeichen eigentliche Firmengelände
losgehen mit dem Prefab. Sehr schön. Gefällt mir sehr gut. Machen wir doch. Wir haben die sandige Piste genommen. Sehr schön. Ja, ich finde es so cool mit den Gittern. Das gefällt mir sehr gut. Das war eine sehr, 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 sehr coole Anfahrt. Notbremse notwendig, aber Moment, man könnte sogar hier drauf. Dann wenden wir einfach hier. Okay, das ist ein blöder Ort zum Wenden. Nicht so, wie ich es mir ursprünglich gedacht hatte. Ich wollte dann noch hier rauffahren. Gerade gedacht, das wäre ein weiterer großer Platz. Dementsprechend auch die Intention hier zu wenden. Und dann laden wir mal das Stück ab. Ausgezeichnet autonomer Traktor von Cedar City nach Rawlins geliefert. Gefahrenstrecke 496 Meilen. Dauer 39 Minuten, Wasserkraftstoff 72 Gallonen, das war der 167. erledigte ATS, World of Trucks Auftrag, gab dafür 38.700 Dollar und 1.181 Erfahrungspunkte. Dann wollen wir mal, wenn wir kurz wieder zurückfahren über die Sandpiste, wir sind jetzt bei 1,3 Millionen und fahren dann zur nächsten Schlafmöglichkeit. Langsam echt mal wieder anfangen hinterher zu kommen mit den ganzen YouTube-Videos und so, die noch bei mir auf der Agenda stehen, die einfach in den letzten Monaten liegen geblieben sind. Ich bin wahrscheinlich auch mindestens 2 Wochen mit beschäftigt. Schon mal hier sind, würde ich sogar hier uns hinhauen können.
so die Frage, weil der Map so interessant steht. Ja, können wir. Und ich sollte, wenn ich einfach daran gewöhnt bin, in First Person einzuparken und zu fahren, soll ich in First Person fahren oder nicht in Third? Also ich habe noch viel Platz. Ne, egal. Aber nee, finde ich cool, dass man hier so direkt nebenan parken kann. Auch sehr cool hier so die Inszenierung. Hallo? Ich bin gerade verwirrt, weil ich ihn rausgezoomt habe und sehr weird vorher mit der Kamera. Aber in dem Sinne bedanke ich mich vielmals bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder.